Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim die Unendliche. Und ja, mittlerweile habe ich beschlossen, dass wir dieses Let's Play einfach so nebenbei machen und auch nie mehr nüchtern, weil es ja betrunken ja so viel mehr Spaß macht. Wir haben das letzte Mal ja einen Hund bekommen, wieder die zweite Chance, und ich zeige euch gleich, ja, wir haben hier unseren, wie heißt er? Meiko, ja. Da hinten sitzt unsere Husqual und wir haben da einen Tremora und Wildkas. Ja Leute, das ist ganz was Neues, ja. Warum ich das jetzt gemacht habe, ist eine ganz andere Geschichte. Unsere Aela konnte uns nach dem Leveln nicht mehr weiterhelfen. Wir sind mittlerweile jetzt schon ja bei Bogen. Wo ist denn der Bogen? Bogenschießen. Schleichen, leichter Rüstung. Leute, sehe ich das wieder nicht? Na klar, ist ja. Einhändig, zweihändig, blocken, leichter Rüstung. Schießkunst, genau, da sind wir richtig. Wie gesagt, bis 75 konnte sie uns helfen beim Leveln. Da haben wir auch ihm immer wieder das Geld ihr abgenommen, aber ja, da ging es dann auch nicht weiter. Darum mussten wir uns verabschieden. Und ich habe mir gedacht, ja, wir haben ja da zweihändig so wenig noch, und eben Wildkas ist ein Spezialist, was zweihändig angeht. Deswegen haben wir jetzt Wildkas mit von der Partie. Dem Jungen habe ich jetzt eine Tremora-Rüstung einfach so mal gebastelt. Ich habe ihm die Auswahl gelassen zwischen verzauberten Gegenständen und eben ja was braucht ihr? Dieser nicht verzauberten, aber dennoch wirkungsvollen Rüstung. Ja, die hat ja einiges an Widerstand, aber dafür keine Zauber drauf. Ich warte dann hier auf euch. Er wollte das so und deswegen lassen wir das dem Jungen auch. Okay, wir haben gesagt, das letzte Mal, wir machen da, hier die Quest, die kleinen, die verschiedenen, vorerst einmal. Ja, und das letzte Mal haben wir gesagt, wir besuchen eben das Museum von Dämmerstein, und da gehen wir doch gleich mal hin. Wir lassen den Hund einmal zu Hause bei unserem Husqual, ja, die ist ja ganz nett, die sitzt ja auch immer ganz allein herum. Deswegen lassen wir jetzt den Hund hier, dass sie nicht so allein ist, und marschieren gleich mal los nach Dämmerstein, Leute. Ja. Also ich muss mich ja schon einiges was war denn das? Ah, die verabschieden sich so, einfach so. Egal. Ja, ich muss mich ja schämen dafür, dass ich so in diesem Zustand game, aber das ist die einzige Möglichkeit, wie wir das machen. Drum, wie gesagt, eine Handvoll auserwählter Abonnenten, ja. Schaut das noch, ja. Es gibt ja nicht viele Klicks auf diesen Videos, und ich mache mir dann Spaß daraus, weil schlussendlich ein jeder, der das spielt und Skyrim spielt, kennt die ganze Story schon, und es wird da auch nicht besser. Ich kann da auch nicht viel besser machen, da gibt es viel bessere Let's Player als mich, aber ich mache mir dann nur einen Spaß daraus, einfach mal so, weil es eben dermaßen cool ist, in diesem Zustand sowas zu gamen. Und, ich habe den Jungen zurückgelassen. Ja, schauen wir da rein. Machen wir das mal allein, ja, sammeln wir das ganze Zeug da und schauen wir mal ins Museum. Ja, beim letzten Mal, ich habe euch den Glitcher gezeigt, wie wir da Schleichen leveln können. Und das taten wir dann auch noch bei den Graubärten. Da bist du, ja? Und hier kommt der erste Besucher.
Das Museum der mythischen Morgenröte ist eröffnet, mein Freund. Leute, habt ihr gehört? Da hinten schreit wer Hilfe. Ich bin mir sicher, da kommt schon wieder so ein blöder Drache. Das Museum der mythischen Morgenröte? Ja, meine Sammlung von Artefakten einer Gruppe, die ein Imperium gestürzt hat. Kommt doch herein. Ihr könnt euch die Ausstellung anschauen und wir können uns unterhalten. Ich habe etwas zu erledigen, für das ihr mir perfekt geeignet erscheint. Na cool, klingt gut, ja? Reden wir drinnen weiter. Ja bitte, aber schnell. Komm. Da schreit schon wieder wer Hilfe. Da kommt sicher ein blöder Drache. Und? Silvus Haus betreten. Okay. Wir sind jetzt diesmal allein unterwegs, ja. Hab vergessen, unseren Begleiter einfach zu sagen, ihr sollt uns holen. Sprecht mich an, wenn ihr über die Aufgabe reden wollt, die ich erwähnt habe. Ja, ganz was Besonderes hier. Die hier drinnen und draußen hängenden Wandteppiche wurden in Verstecken gefunden, in denen Mitglieder der mythischen Morgenröte. Die größten Erfolge des Kultes waren die Ermordung. Ah ja, die Schwertscheide. Seht ihr die Insignien? Ein Oblivion-Tor, ein wichtiges Symbol von Merunes Dagon, dem Daedra der mythischen Morgenröte. Aha, okay, jetzt habe ich dich aber unterbrochen, lieber Freund. Da? Diese Roben wurden während der Geheimtreffen der mythischen Morgenröte getragen, bei denen die Mitglieder der Organisation planten, den Daedra Merunes Dagon nach Tamriel zu bringen. Jeder Stoffballen zur Herstellung der Roben wurde mit einer Farbe aus Opferblut gefärbt. Ja, ich wüsste, ja. Aber das haben wir noch nicht genau gesehen. Das ist eine Schwertscheide. Ja. Europäisches Maß, würde ich sagen. Von nach Scheide. Aber... Die Kommentare zum Mysterium Xarxes wurden vom Anführer der mythischen Morgenröte, Mankar Kamoran, geschrieben. Er versprach, dass seine Anhänger nach dem Tod ein Paradies und eine Wiedergeburt an Merunes Dagons Seite erwarten würde. Ja, alles klar. Jetzt bin ich ja voll im Bild, junger Mann. Silvus? Vesuvius? Vesuvius? Dieses verbrannte Papier ist alles, was vom legendären Mysterium Xarxes übrig geblieben ist. Dem von Merunes Dagon selbst geschriebenen, blasphemischen Buch. Manka Kamoran benutzte das Buch angeblich, um ein Portal zu einem Paradies zu öffnen, in dem seine Anhänger ewig leben würden. Nun gut. 1, 2, 3, 4 Schautruhen hast du mir jetzt da. Vielleicht hast du ihren Kessel ja benutzen. Kochtopf brauchen wir nicht mehr. Da können wir auch nicht rein. Schlafen sollten wir hier auch nicht. Und das war's dann auch schon. Gut, liebe Freund. Ja? Habt ihr Fragen zum Museum oder würdet ihr lieber über Geschäftliches reden? Lasst uns über die Sachen reden, die ihr erledigt haben wollt. Weshalb habt ihr dieses Weshalb habt ihr dieses Museum gegründet? Es ist kein Geheimnis, dass meine Familie einst zur mythischen Morgenröte gehörte. Einer meiner Vorfahren wurde sogar auserwählt, Uriel Septim selbst zu töten. Lange Jahre verleugneten wir unsere Vergangenheit, wurden Händler, kamen zu Geld und gewannen an Einfluss. Ja, schön. Doch ich erkannte, dass ich die geschichtliche Bedeutung der mythischen Morgenröte, unsere Bedeutung, nicht bestreiten lässt. Jeder in Tamriel soll sich einen Moment lang daran erinnern. Das Schicksal dieser Welt lag in unseren Händen, im Guten wie im Schlechten. Ja, du trauerst auch alten Zeiten nach. Ein Kurier hat mir dieses Pamphlet gegeben. Hier, bitte. Ich hoffe, das Museum hat euch gefallen. Und was bitte ist dieser Kult der mystischen Morgenröte? Sie haben Merunes Dagon angebetet, der daedrische Fürst der Zerstörung und der Veränderung.
Die mythische Morgenröte hat Uriel Septim den Siebten und seine Erben getötet. Das war der Auslöser der Ereignisse, die zur Oblivion-Krise führten, als die Daedra in Tamriel einfielen. Alles, was von diesem berüchtigten Kult übrig geblieben ist, habe ich in meinem Museum zusammengetragen. Ja, echt cool. Wer ist da? Eine ausgezeichnete Frage. Merunes Dagon ist der daedrische Fürst des Wandels, der Zerstörung und der Ambition. Dagons Kult der mythischen Morgenröte hat die Septim-Dynastie getötet und die Oblivion-Tore nach Tamriel geöffnet. Dies bezeichnete man als Oblivion-Krise. Ja, schön, dass ich das jetzt auch mal weiß. Ja, ich muss mir das nochmal anschauen, weil ich habe da nicht viel mitbekommen. Lass uns über die Sache reden, die ihr erledigt haben wollt. Zuerst ein wenig Geschichte. Nach der Oblivion-Krise wollten mehrere Gruppen die Überbleibsel der mythischen Morgenröte vernichten. Eine dieser Gruppen fand Merunes Klinge, das Artefakt von Dagon. Sie zerbrachen sie in drei Teile und schworen, sie für immer voneinander getrennt zu halten. Das war vor fast 150 Jahren. Und die Teile befinden sich noch immer im Besitz der Nachkommen dieser Gruppe. Und sie sind genau hier, in Himmelsrand. Wollt ihr, dass ich die Fragmente beschaffe? Mindestens zwei der Besitzer, Gunsul und Draskua, sind gefährliche Räuber. Vom dritten, Jorgen, weiß ich nur, dass er in Mortal lebt. Hier sind meine Aufzeichnungen. Wenn ihr die Teile, wie auch immer, besorgt, werde ich euch bezahlen und keine weiteren Fragen stellen. Abgeschlossen, sprich mit und bringt den Kern auf und bringt die Bruchstücke der Klinge und bringt das Heft des Juhura. Ich möchte mehr erfahren. Die Klinge ist Merunes Dagons persönliches Artefakt. Schon immer hat sie blutige Veränderungen und Massaker angekündigt. Sie hatte bereits viele Namen. Dolch der tödlichen Wunde, Geißel der Gerechten, Königstöter. Die mythische Morgenröte hat Dagon als Gott angebetet. Diese Klinge wäre für meine Sammlung von unschätzbarem Wert. Ja, woher weißt du denn, wenn ich die besorge, ob ich sie dir auch gebe? Ja, okay. Viel Glück bei der Suche nach den Teilen. Super, Heinzi, und auf geht's. okay. Wir haben da alles gesehen, schätze ich mal. Wir machen nur einen kurzen Rundumblick noch. Da hinten geht die Sonne auf oder unter, keine Ahnung. Und ja, wir werden einfach die Dinge da einfach alleine mal suchen, ja. Ohne Begleiter. Wilkas, der gönnt sich eine Auszeit mit der Huskarl in unserem vertrauten Heim, im Priesenheim mit unserem Hund. Und wir gehen da auf die Suche beim nächsten Mal. Okay, Leute. Bis gleich. Euer Drunken Toso. Ciao.